Dann kriegt ihr auf jeden Fall ein ESG mit. Dann könnt ihr es nicht übersehen. Denn es spawnt genau in eurem Gesicht. Es könnte nur sein, dass euch das leicht erschreckt. Piano. So cool. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solpsycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in The Monologist und nachdem die letzte Runde so haarig war und mich richtig fertig gemacht hat, hatte ich jetzt Bock auf, sagen wir mal, das entspannteste Haus, und zwar auf die Cyclone Street. Hier starten wir jetzt. Jedoch möchte ich noch auf einen Kommentar eingehen, denn das fand ich auf der einen Seite süß, auf der anderen Seite ist es auch ganz praktisch, denn wurde in die Kommentare geschrieben, dass, wenn man solo unterwegs ist, mehr Geld bekommt und auch, je nachdem welches Haus, sprich das erste, zweite oder dritte, man auch hier mehr Geld bekommt. Und das fand ich ganz süß, denn ich habe auch damals, ich bin auch damals auf die Patch Notes eingegangen, habe das ja selber auch in diesem Video vorgelesen und gesagt, also ja, ich weiß das. Deswegen fand ich es cute, denn Manus Trincana Video schauen. Aber nein, was ich an diesem Kommentar gut fand, und deswegen finde ich das auch super, dass du es reingeschrieben hast. Der ein oder andere wird dieses Video vielleicht noch nicht gesehen haben, der ein oder andere wird vielleicht noch nicht wissen, dass man mehr Geld bekommt, wenn man solo ist, oder halt von Haus zu Haus mehr Geld. Und der wird vielleicht dieses Kommentar sehen und wird dann wissen, ah, okay, ja, doch, finde ich super. Und deswegen fand ich das eben ganz gut mit dem Kommentar, deswegen Grüße gehen auf jeden Fall raus. Also, das sollte kein Flame jetzt sein, nein. Grüße gehen raus, denn das fand ich sympathisch. Aber jetzt starten wir erstmal, und zwar Fall Judith Knox. Schöner Name, auch mal ein normaler Name. Judith Knox, also coolio. Was nehmen wir mit? Dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Let's go. Aber nee, nachdem ich Krankenhaus so auseinandergenommen habe, by the way, hier oben auf dem i, könnt ihr nachschauen, wollte ich jetzt was Entspanntes haben. Und da die Cycling Street eigentlich bis jetzt immer am entspanntesten war, hatte ich mich dafür entschieden. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Allein, wenn man hier reinkommt und schon mal diese dramatische Musik kommt, freue ich mich. Und das ist nicht entspannt und mich packt einfach dieser Boden hier. Nö. Das ist einfach so ein Dorn im Auge. Das Auge isst mit, sagt man ja. Und gut, in dem Fall wird nicht gegessen, aber na, die Optik zählt auch. Wir hätten das Ouija-Brett, aber mit den versuchten Gegenständen spiele ich eher ungern. Klar, wir wüssten direkt, wo der Geistraum ist, aber auf der anderen Seite hätte ich Angst vor dem Sanity Drain. Das hat mich einmal hier schon auseinandergenommen und eher ungern. Deswegen suchen wir jetzt erstmal Oldschool. Sollten wir nach zwei Runs, sprich nach einmal nach hinten laufen mit dem EMF und zurücklaufen mit dem Thermometer, nicht fündig geworden sein, dann können wir es ja verwenden. Und dann sind wir sowieso wieder hier vorne. Na, bis jetzt ist noch alles fresh, kein EMF. Ich höre auch noch nichts. Ich habe auch extra das Spiel ein bisschen lauter gemacht. Ja, ja gut, minimal lauter für mich. Damit ich noch besser höre, aber halt auch die Jumpscares ein bisschen krasser wirken. So, jetzt geht's ab nach hinten. War da gerade ein Hauch? Also so ein... Das hat sich auf jeden Fall jetzt gerade sehr crazy angehört. Aber hier ist noch alles fresh. Ich kann noch nicht ganz einschätzen, welche Gegenstände jetzt nicht bewegt worden sind, aber bis jetzt waren die Geister eher motiviert und haben die Gegenstände geworfen, anstatt jetzt nur zu verrücken. Das bedeutet, daran sollte man es vielleicht erkennen. Jetzt hier mitten auf dem Boden irgendwas liegt. Aber bis jetzt ist alles clear. So. Und ab jetzt geht es wieder ab nach hinten. Was bedeutet jetzt mit dem Thermometer? Es könnten manche Räume schon temperiert sein. Let's go. Ich laufe auch gerade nicht für den Fall, dass hier irgendwas kommt, für den Fall, dass wir einen Teil haben oder sowas und ich direkt angegriffen werde, dass ich dann sprinten kann. 20 Grad hier unten im Keller, das finde ich schon sehr spannend. Keller sind in der Regel immer kalt, aber hier alles fresh. Oder was heißt hier fresh? In dem Fall ist nicht. Es tut mir leid, dass ich immer die Maus verreiße. Ich würde sie ja am liebsten für euch darauf richten, damit ihr es besser sehen könnt, aber ich erschrecke mich immer und verreiße meine Maus, ey. Es tut mir wirklich leid. Jumpscares auch noch mit solchen Geräuschen, das ist immer am schlimmsten. Welches Geräusch höre ich hier? Irgendwas höre ich hier. Das klingt aber eher so, als ob von draußen irgendwelche
Esch oder sowas dagegen dann? Was ist das für ein Zorn? Schauen wir mal hier draußen. Nicht wundern, ein Kollege hat letztens gemeint, er hat irgendwie so Knackgeräusche und sowas gehabt. Als wir zusammen gezockt haben, also sprich bei mir auf dem Mikro. Und da hatte ich jetzt kurz die Befürchtung, dass diese Geräusche, das waren, also die Geräusche waren, die er gehört hat. Aber ich höre nichts mehr. Hier ist halt auch nur 20 Grad, also entweder das hat sich noch nicht temperiert gehabt, als wir hinten drin waren. Oder? Oder ich hab's übersehen. Also ich hätte mir auch mal kurz unter 20 Grad, aber, ne? Nicht das Wahre. Sehr gespannt. Was hier auch sehr entscheidend ist, finde ich, ist teilweise die Richtung. Alter, ich dachte gerade, da steht jemand. Jetzt einfach mal hier Licht an. Hier sind auch keine Gegenstände, kein Jumpscare. Nichts wurde bewegt. Auch der Keller ist viel zu warm für den Keller. Wann ist der Keller so warm? Das ist unser einziges Indiz, das Event oben. Das war's auch schon. Der Kamin. Der Kamin. Kamin. Das war eindeutig der Kamin und yep. Also ich habe es wahrscheinlich einfach nur nicht gesehen vorhin, als wir hier waren. Vielleicht, oder es war noch nicht temperiert, oder ich bin nicht weit genug vorgekommen. Hat jetzt auch gerade eben gesehen, wie spät es erst was angezeigt hat. Aber gut zu wissen, er ist wieder im Kaminzimmer und da habe ich direkt ein Déjà-vu. Immer wenn ich hier durchgehe, immer die Augen direkt auf dem Fernseher, damit hier nichts rauskommen kann, was mich irgendwie überrascht oder ablenkt. Oder sonstiges. Also sprich, dass ich nicht abgelenkt sein kann, wenn da was rauskommt. Die Jumpscares kommen hier viel, viel seltener als in den anderen Häusern, aber sie kommen böse. Ich bereue vielleicht diese Sanity-Pille, aber jetzt haben wir den Geisterraum, jetzt können wir eine nehmen. Okay. So, und jetzt einfach standardmäßig, zweiter Run, dritter Run, vierter Run. Routine, schnell. Let's go. Was mich mal interessieren würde, Ladies and Gentlemen. Welches der drei Horror-Games, die ich momentan hochlade, sprich Phasmo, Demonologist und Ghostwatchers, ihr am besten findet? Und jetzt nicht bezogen, also nicht nur bezogen auf persönliches Empfinden, sprich, weil Demonologist jetzt zum Beispiel neu ist, den findet man es interessanter oder Phasmo ausgelutscht oder keine Ahnung. Nein, sondern auch, wie das Spiel gemacht ist und so weiter. Das würde mich mal interessieren. Denn ich zum Beispiel bin ja ein Phasmo-Fan, einfach weil ich finde, dass es super gemacht ist. Na, es ist stimmig, man kann gut spielen, es ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene noch interessant. Gut. Ja, natürlich, im Geisterraum brauchen wir kein Licht, hast recht. Da muss man sagen, vielleicht für Fortgeschrittene, also sprich Leute, die jetzt schon länger spielen oder keine Angst mehr haben. Ist fast nur ein bisschen schwierig. Da fehlen die Jumpscares dann, die nochmal ein bisschen frischen Wind reinbringen. Das hat der Monologist, aber auf der anderen Seite ist der Monologist auch schwierig, glaube ich, für viele Anfänger, für Beginner, die noch keinen Plan haben. Und für die Leute, die vielleicht schreckhaft sind. Da ist es, glaube ich, eine Herausforderung. Und ja, das ist halt natürlich auch der Nachteil von Horror-Games, wenn sie, wie ich finde, gut gemacht sind, aber vielleicht zu gruselig für die einen oder anderen. Dann spielen es manche Leute nicht. Finde ich schwierig. Deswegen würde mich mal gerne eure Meinung interessieren. Weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Es gibt ja zum Beispiel noch ein Spiel, und zwar This is a Ghost, genau. Dieses Spiel interessiert mich zum Beispiel auch. Da würde ich gerne auch mal reinschauen demnächst. Vielleicht können wir das sogar machen, wenn jetzt, warte, ich will hier nochmal kurz schauen. Hier ist noch alles fresh. Hier ist alles super. Hier ist alles toll. Wir müssen hier genau jede Wand anschauen. Hitzewallung ist wieder da. Ey, warte mal. Ey, wo ist jetzt das EMF? Wo muss ich hinschauen für das EMF? Ja. Are you here? Can you talk? Are you here? Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Can you talk?
How did you die? Aha. Brimstone. Nur ein MF4. Alles klar. So, wir gehen erstmal raus. Aber ne, das ist ein Ghost. Würde mich auch mal interessieren. Und vielleicht, wenn Sons of the Forest vorbei ist, vielleicht kann man da auch mal ein paar Videos einstreuen. Aber müssen wir erstmal schauen. Aber das würde mich, wie gesagt, auch mal interessieren. Ob das gutes Videos ist. Denn ich habe da früher, bevor es auf Steam erhältlich war, habe ich schon mal Videos dazu angeschaut. Fand ich es noch ein bisschen schwierig. Aber interessieren, wie gesagt, würde mich schon mal. Aber jetzt erstmal Geister hier in der Monologist jagen. Und ich glaube, irgendwas Böses kommt noch. Irgendwas Böses passiert hier noch. Wir tragen jetzt erstmal die... Nein, nein. Wunderschöne Box ein. Und da schon mal ein paar nervige Geister raus. Wie zum Beispiel... Deo. Deo mag ich nicht. Und Reitschuh. Reitschuh ist auch schon raus. Die zwei Geister finde ich doof. Also... Na, finde ich eigentlich nur deswegen doof, weil die gemeint zu Singles sind. Was? Das gehört sich nicht. Da schon wieder das Geräusch. Das ist wahrscheinlich... Hier ist es zum Beispiel nicht. Ja, das ist wirklich so ein Baum oder sowas, der draußen an die Fassade dran klatscht. Finde ich cool. So, schauen wir mal. Tür wurde nicht bewegt. Nö, ich schalte auch nicht. Was auch immer das sein soll. Das gefällt mir nicht. Kollege, kannst du mal hier Licht spielen oder sowas? Tür spielen? Das war sehr freundlich. Merci. Ich möchte gar nicht mehr so weit in den Raum reingehen. Wenn es jetzt spawnt, habe ich ein Problem. Aber wenn es einen Jumpscare macht, habe ich auch ein Problem. Aber ich muss hier erstmal kontrollieren, ob wir irgendwas haben. Diese Melodie habe ich eigentlich am meisten Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn die kommt einfach immer wieder mal so. Aber könnte auch sein, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt zu den Jumpscares mit dieser Melodie. Je öfter die Melodie kam, desto mehr Jumpscares. Beispielsweise. Also, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Irgendwie sowas. Also, jetzt starten wir erstmal wieder auf das ESG. Und ich fühle mich nicht damit wohl, dass wir hier im Geisterraum sind. Aber manifest. Show yourself. Manifest. Manifest. Show yourself. Show yourself. Manifest. Show yourself. Also ein schöneres ESG kann ich euch nicht zeigen. Wobei, so schön sah... Hilf mir, Herrgott. So schön sah das Wesen jetzt nicht aus, aber... Wunderbar. Man muss wirklich sagen, seit sie die Wahrscheinlichkeit für ESG um 10% erhöht haben, finde ich, hat man jetzt viel, viel häufiger ESG und sieht's auch mal. Also schön. Da habe ich bei auch in den Kommentaren gelesen. Ich habe irgendwo in einer anderen Runde, hatte ich auch schon bei Minute 5 ein ESG gesehen. Oder konnte man sehen. Aber das fand ich dann amüsant, denn jemand hat drunter geschrieben, hä, das habe ich nicht gesehen. Oder das habe ich, also beim ersten Mal anschauen scheinbar nicht. Also ja, ich bin nicht der Einzige, der das übersehen hat. Aber trotzdem crazy shit. Manche haben echt gute Augen. Finde ich mega. So, ESG. Iblis, Poltergeist, Boogie und Jupio. Ah, EMF ist noch drin, das finde ich immer unschön. Fingerabdrücke sind auch drin, das finde ich auch unschön. Staffelei kann von mir aus drinnen bleiben. Freezing ist raus. Ach, was du nicht sagst. Also sprich, das Offensichtlichste. Was am einfachsten ist, das ist natürlich raus. Ich freue mich. Staffelei ist immer schwierig, kann später kommen. Genauso wie EMF. Ektoplasmaflecken, gut. Ja. Die können wir ja ausklammern irgendwann. Fingerabdruck ist halt schwierig, wenn er keine Tür bewegt. Was soll ich denn da machen? Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich jetzt Sanity Pin nehmen soll, aber wir sind eigentlich noch nicht in... Na, wir brauchen halt noch was später für die Quest. Ne? Hm. Na komm. Gönn dir. Also, Leinwand, Ektoplasma, Fingerabdrücke, EMF. Alles ein bisschen doof. Wieso ist... Okay. Das Licht war schon mal an, ich schwöre. Wieso hat... Warte mal, es stimmt schon, das Licht war schon mal an. Wieso hat das Enden ausgemacht? Das gibt keinen Sinn. Hallo, ich bin wieder da. Du hast mich doch ganz sicher vermisst, oder? Ah, er hat immer noch nichts angekrabbelt. Das ist sehr zuvorkommend von ihm. Hier, wir schauen jetzt einfach auch nochmal, ob es vielleicht hier gewesen ist. Aber nö. Fingerabdrücke sind raus. Sehr lieb von dir. Sehr, sehr höflich. Leslie,
Ah ne, du bist gar nicht Lassie. Oder? Keine Ahnung. Ich habe den Namen vergessen. Tut mir leid. Ah ne, Fingerabdrücke. Ciao, Kakao. Gut, EMF ist jetzt zum Beispiel ein bisschen schwierig. EMF ist... Hallo? Wie wir erstmal in die Hand nehmen? Nimm ihn in die Hand. Ja, EMF, wie gesagt, kann auch mal später kommen. Genauso wie die Staffelei kann auch mal später kommen. Ektoplasma hatte ich auch schon mal, dass ich die ersten Mal nichts gesehen habe und irgendwann später hatte ich Ektoplasma-Flecken, aber hier, wir können ja noch mal durchschauen. Selbst ohne Licht sehen wir nichts. Ich wollte gerade sagen, jetzt könnte der Geist Jumpscare machen, jetzt will ich es nicht sehen. Aber das geht nur bis Vierer. Komm schon. Da geht noch was. Ich glaube an dich, du bist so engagiert. Da geht doch noch ein Fünfer, oder nicht? Aber jetzt erstmal hier nochmal Ektoplasma. Nicht, dass wir es irgendwie übersehen haben. Aber ich sehe nichts. Ich sehe kein Ejakulat leuchten. Er ist auf jeden Fall aktiv. So viel steht schon mal fest. Und er mag mich nicht. Da steht er auch fest. Habt ihr den Hauch gehört? Ich würde gerne Licht anmachen, aber es geht nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz raus und machen Brainstorming. Einfach nur, damit ich auch mal schauen kann, wie Sanity aussieht und so weiter. Und mal kurz akklimatisieren, bisschen entspannen, runterkommen. Er ist auf jeden Fall engagiert. Und engagierte Geister sind immer ein bisschen schwieriger. Wie schaut's aus? Machst du aus dem Fernseher kommen? Nein, natürlich nicht. Heute nicht. Du wartest so lange, bis ich nicht mehr damit rechne und dann kommst du aus dem Fernseher. Das. Wobei, die müsste immer noch im Krankenhaus sein. Also, Iblis, Boogie und Jupio. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas rauslesen können. Iblis. Wenn er jagt, könnte es möglich sein zu entkommen, dass dein Standort kennt. Er bewegt sich langsamer, wenn er sich seinem Ziel nähert. Okay, das ist dann praktisch wie ein Deo. Könnten wir während der Jagd testen. Dann hätten wir den guten Boogie. Oder war doch Boogie, oder? Ja, Boogie haben wir nix und Jupio haben wir auch nix. Jupio wäre Ecto, würde ich fast schon rausstreichen. EMF5 wäre plausibel und Staffelei auch. Also momentan bin ich irgendwie bei EMF5 und Boogie. Ja, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Diese Geister ohne Daten sind halt schwierig. Man sagt unsere Sanity? 85, also noch im Rahmen. Wir gehen nochmal rein. Aber wie gesagt, den einen Geist können wir testen, sprich Iblis, während der Jagd. Man kann sich nicht verstecken, aber theoretisch, wenn er jagt, sollte er immer nur in unserem Arsch kleben, aber ihn nicht reinbeißen. Die anderen schon. Schauen wir mal. So, Kollege, ich komme wieder. Bin wieder da. Hast du mich vermisst? Mit Sicherheit, oder? Mein Problem ist, ich muss das Ektoplasma-Glas dann mitnehmen. Kollege, gib mir ein Zeichen. Was ist eigentlich hier dahinter? Kann man hier irgendwas... Weil das steht hier so demonstrativ, als ob das abgehängt werden könnte. Als ob hier irgendwo ein Name wäre, den man vorlesen kann, dann ne, hängt sich das ab. Aber ich sehe hier nichts. Ich würde gerne wissen, was da drunter ist. Wobei, das sieht aus wie Blümchen. Hat dein Geist rumgewechselt? Da die jetzt nett sagen. Muss mir nur merken, ich muss nach unten scrollen. Okay, nach unten? Jawohl. Auf jeden Fall, das brennt sich wird. Nach unten scrollen für Kreuz. In Zweier passiert hier nicht. Das ist gerade meine Schwierigkeit. Ich kann keinen Geist wirklich ausklammern. Ich würde sagen, Ektoplasma ist zum Beispiel raus. Ja. Die anderen beiden Geistern. Schwierig. Da müssen wir erst auf eine Jagd warten, damit wir sagen können, ob es Iblis ist oder nicht. Das ist gerade die Schwierigkeit. Man kann es übertreiben, Kollege. Man kann es übertreiben. Na gut, er hat jetzt alles geworfen. Deswegen muss man mit dem Feuer spielen. Nach unten war das richtig, ja. Lieber nochmal kontrollieren. Na komm, alle guten Dinge sind drei, da geht noch ein Feuer. Oh, das Klavier wieder. Das war voll cool.
Oder irgendwas komplett Neues. Wobei, ich möchte nicht. Ich will nicht. Wir starren jetzt einfach nochmal auf das ESG. Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun, als hier zu chillen. Eben 4, aber kein 5er. Leider kein 5er. Heißt das jetzt so viel wie... kein 5er? 2, 2 und jetzt auf einmal bam, Vollgas. Heißt das jetzt, man könnte jetzt sagen, EMF 5 ist raus? Glaub nicht. Weiß es nicht. Weil sonst, was wäre denn sonst plausibel von den Beweisen? Warte, ich wechsle mal hier aufs Kreuz, bevor ich hier reingehe. Und sonst wäre eigentlich nur die Staffelei noch interessant. Kollege, mal mir ein Bild. Ficker. Das war ein ESG. Ganz wichtig, stellt euch nie an das ESG, wenn ihr drauf wartet. Wobei, also, wenn ihr euch genau ins ESG stellt, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein ESG mit. Dann könnt ihr es nicht übersehen, denn es spawnt genau in eurem Gesicht. Es könnte nur sein, dass euch das leicht erschreckt. Piano. So cool. Ich mag das Event. Das ist voll schön. Das ist wunderschön. So, ich würde sagen, ich check jetzt nochmal. Schon wieder nur ein Vierer. Ich schau grad mal, ob sich sie irgendwo erhöht, aber nein, alles nur Vierer. Also ich bin irgendwie nicht beim Fünfer. Es kann ja sein, dass hier irgendwo Ecto ist. Und wir haben es nur übersehen. Aber ich sehe hier kein Ecto. Mein Gott. Kein Ecto. Ne, hier ist alles clear. Bis jetzt. Was bist du, ein Dreier? Ecto ist raus. EMF ist raus. Staffelei ist raus. Also zumindest noch nicht beschrieben. Was zum F bist du? Soll ich die mir vielleicht mal hier umplatzieren? Vielleicht schreibst du dann lieber rein. Warte, wir stellen sie hier hinter. So, vielleicht mag es da lieber. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen mal irgendwas ändern, denn naja, es ist Wahnsinn. Immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist die Definition von Wahnsinn. Und ich kenne auch ein paar Chaoten oder auch Kollegen von mir, die immer das Gleiche machen und beschweren, warum nichts anderes rauskommt. Deswegen machen wir jetzt einfach mal was anderes, sprich Staffelei dorthin. Also Sanity dürfte jetzt schon ins Bodenlose gesunken sein. Bleib hier einfach an der Kerze stehen, da fühle ich mich wohl. Nach unten wieder zum Kruzifix, gut zu wissen. Und wir dürfen Ecto nicht vergessen. Staffelei EMF. So, ich brauche eine Gerade. Ich weiß nämlich nicht, ob ich weglaufen kann. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob er näher kommt. Aha. Aha. Ciao, 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 ciao. Iblis. Ja, das hier ist Iblis. Beziehungsweise, ah, da hat man es wieder gesehen. Kurzer Sprint, damit er näher kommt. Wir können uns halt nicht verstecken. Das ist gerade ein Problem und langsam geht uns hier... langsam geht uns hier so ein bisschen die Möglichkeit aus. Jetzt hat er wieder seinen Sprint hingelegt. Schauen wir mal, können wir ihn loopen? Ich glaube, jetzt hat er mich. Ja, jetzt hat er mich, aber das ist ein Iblis. Hallo, Tür auf? Hallo, Tür auf? Da kommt er schon wieder. Was soll ich machen? Hä, was soll ich ihn jetzt machen? Ich kann ihn hier nicht loopen! Hä, ich kann ihn hier nicht loopen! Wieso kommt er direkt nochmal? So, ich muss hoffen, dass es geklappt hat. Es hat geklappt. Wie oft soll ich dich noch loopen, Kollege? Ich versuche ihn um die Theke zu lotsen. Wo bist du? Ist er weg? Er ist weg. Alter, das finde ich hier richtig asozial. Du hast das Kruzifix, du wehrst ihn ab. Und die Jagd startet. Die Jagd startet einfach nochmal. Das finde ich speziell.
Das finde ich sehr speziell, dass die Jagd da einfach. Ich hätte jetzt nochmal sterben. Was heißt nochmal sterben? Ich bin ja nicht gestorben, aber ich hätte jetzt sterben können. Das finde ich asozial. Das finde ich gemein. Aber das war ein wunderschöner Iblis oder ist ein wunderschöner. Gut, wunderschön ist relativ, aber ist Iblis. Wir müssen jetzt leider beide Sanity-P nehmen. Hilft euch nichts. Geisterkugeln, Computerdaten, das machen wir direkt. Geisterkugeln ist auch kein Problem. Todeszeitpunkt, das können wir machen. Also, wenn wir den Todeszeitpunkt schnell genug finden, dann ist es kein Thema. Wir nehmen jetzt beide Sanity-Pin. Und ja. Also theoretisch, wenn es zu einer Jagd kommt, wissen wir, wo wir loopen müssen. Habe ich jetzt eingetragen? Ja. Wir wissen, wo wir loopen müssen. Okay, ich habe mein Glas nicht dabei. Und ich hoffe, ich habe es unten im Raum. Und dass ich es nicht unterwegs einfach irgendwie weggeworfen habe dann. Ja. Ah ne, okay. Ich hatte mein EMF. Himmi, Herrgott. Seid doch nicht so schnell unterwegs. Warte, erstmal zum Laptop, damit der schon mal laden kann. Wir müssen jetzt hier clever spielen und schauen. Genau, hier ist der Laptop. Oh, Wunderbärchen. Ja, was ist hier für ein Durchgangsverkehr? Haha. Okay, komm her. Hey. Die einfach abhauen wollte. So, da ist letztes Küchen. Wunderbärchen. Jetzt ab in den Geisterraum. Unser Gläschen holen und dann geht's weiter. Ganz ehrlich, ich war jetzt gerade eben sehr, sehr froh, dass ich in Phasmo gelernt habe, wie man loopt. Also da wäre ich jetzt wirklich sehr, sehr froh darüber. Denn ganz ehrlich, wäre ich jetzt kompletter Anfänger gewesen, ohne irgendwelche Vorahnung von solchen Spielen. Ich wäre einfach nur stumpf gestorben. Wäre einfach nur stumpf gestorben, wäre einfach weggerannt, bis ich in der Sackgasse gewesen wäre. Deswegen, Phasmo hat mich hierauf vorbereitet. Warte. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass wir die Uhrzeit schnell finden. Ja, wir haben zwar noch einen Kruzifix, aber wenn das wieder so wird wie gerade eben, dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr eng. Wie gesagt, dann werde ich einfach um die Theke rumlaufen. Und ihn da loopen. So, ich gehe jetzt gerade hier ein bisschen schneller rum, in der Hoffnung, dass wir auch die schneller rumgehen. Irgendwo die Uhrzeit finden. Achso, ich dachte gerade, das wäre jetzt der Sound, weil ich die Uhrzeit gefunden hätte. Verwirr mich nicht, Geist. Aber nee, ich gehe jetzt hier gerade so ein bisschen schneller durch, damit wir eben noch möglichst viel Sanity sparen. Hoffen wir, dass wir die Uhrzeit nicht übersehen. Aha. 6.20 Uhr. Nice one. Und jetzt ab zu den Uhren. Ja. Wurde jetzt doch noch eine spannende Runde, obwohl es in Anführungsstrichen nur die Cycling Street ist. So, 6.20. Ihr wisst gar nicht, wie nervös ich gerade bin. Ich habe Angst, dass dieses Viech nochmal kommt und ich hier nochmal mit dem am Arsch rumlaufen muss. Denn durch dieses Blinken ist es teilweise schwer, die Entfernung einzuschätzen. Und durch seine kurzen Sprints ist er teilweise noch näher rangekommen, als als er eigentlich laufen würde. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Schiss, dass er vielleicht hier Probleme machen könnte. So, 26. Aber wie waren eure Erfahrungen mit dem Iblis? Habt ihr schon mit ihm gespielt und habt ihr es auch geschafft, mit ihm Pange zu spielen? Oder habt ihr einfach Kruzwegs genommen, abgewehrt? Und so ein Iblis ist, glaube ich, nicht so entspannt eben. Gerade wenn man eben neu anfängt. Ich bin froh, dass ich jetzt meinen ersten Iblis hatte. Ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Und ich bin froh, oder ich wäre froh, wenn er jetzt erstmal nicht mehr kommt. Wir haben es abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Wir haben Iblis ausgetrieben. Gut, man muss dazu sagen, wir sind jetzt heute nur auf normal unterwegs. Also auf schwer hätten wir wahrscheinlich mehrere Jagden gehabt. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach froh, es abgeschlossen zu haben. Wir haben mit Iblis gespielt. Wir haben Iblis überlebt. Ich kann jetzt abdüsen. Ich weiß nicht, wieso ich mal zum Kofferraum gehe. Abmarsch. Das war schon haarig jetzt. Aber 5850... Ich bin happy, 146 Erfahrungspunkte, Level 40 inzwischen schon. Und ihr seht jetzt auch, wir haben ordentlich Cash, 23.000. Und ich bin dann natürlich versucht, gut, keine neue Kleidung, Leuchtturm. Aber damit wir uns den Leuchtturm leisten können, würde ich
lieber erstmal 30.000 haben. Dann haben wir nämlich immer noch 11.000 übrig. Für ein Equipment sollten wir immer sterben. Gut, hier haben wir alles im Besitz und auch alles ausgerüstet. Und hier habe ich jetzt eigentlich, gut, wir könnten uns Kerze, Fotoapparat irgendwann noch holen. Für das verfluchte Haus, verlassene Haus. Katzi? Katzi, hallo. Magst du beispielen? Nein. Hat da gerade jemand gesagt, ah, beruhig dich? Katze, hast du es gehört? Ja, krass, oder? Aber gut, ladies and gentlemen, Lilith und ich werden uns jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diese Geräusche waren jetzt auf jeden Fall ein bisschen seltsam, fand ich. Aber ja, ich bin jetzt mal gespannt, was in den nächsten Häusern abgeht. Denn das hier war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, komm, entspann dich. Erst ausreden lassen, danach kannst du. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Willst du jetzt was sagen? Nein? Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.